Okay, jetzt haben wir ja den Faustorden oder was auch immer und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Anemonia City zurück. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, übers Meer zurückzulaufen. Die zweite, meiner Meinung nach bequemere Methode ist allerdings, wir nehmen unser Flug-Pokémon, ich wollte schon Golbat sagen, aber Golbat kann leider kein Fliegen, und fliegen einfach zurück. Das heißt, ich schaue zunächst in der Box nach, ob wir ein Pokémon besitzen, das fliegen kann. Ja, zunächst müssen wir ein Pokémon ablagern. Nehme ich mal... Boah, was nehme ich denn? Alpollo! Ist ja egal, welches wir ablegen, wir holen es uns dann später wieder. Und nehmen wir mal... Ja, Natto kann fliegen. Genau, Natto ist zwar das kleinste Pokémon, so 22 cm groß. Und wie soll dieses Natto, das kleine 20 cm Natto, einen 1,80 Meter großen Trainer ertragen? Ich meine, das ist schon eine Leistung wahrscheinlich, ne? Na gut. Fliegen. Natürlich, warum kann Natto nicht fliegen? Na gut, aber ich hab's ja gerade erklärt. Okay, Natto kann doch nicht fliegen. Sowas aber auch. Ich glaube, in anderen Generationen kann es fliegen. Egal. Wir nehmen halt ein anderes Pokémon mit. Ich hoffe, wir haben ein anderes Pokémon, das fliegen kann. Aber ich habe jetzt keine Lust, wieder übers Meer zu laufen. Mitnehmen. Ah, Habitak, genau. Habitak müsste bestimmt fliegen können. Und wenn nicht, dann falle ich vom Glauben ab. Ja, dieses Mal bin ich nicht ganz so lustig drauf wie im letzten Part. Einfach mal so, weil ich dem Let's Play auch mal eine gewisse Seriosität geben möchte. So, okay. Ja, jetzt nehme ich unser Hapsi, fliegende Runde, und zwar zurück nach Oliviana City. Yay! Okay, gut, wir sind wieder zurück. Und jetzt lagen wir unser Hapsi wieder rein, denn dieses Pokémon ist ja sowas von nutzlos. Und nehmen unser Alpollo wieder mit, sodass wir den Gegner Albträume verpassen können. Ja, Hapsi wird reingelagert, genau. Wir sollten unsere Pokémon ein bisschen trainieren. Ich meine, wir sollten sie mindestens schon auf Level 30 haben. Naja, egal. Jetzt nehmen wir unser Ding mit. Unser. Na, wo ist es denn? Wo ist denn Alpollo hier? Gut. Und jetzt gehen wir zum Leuchtturm. Denn dort befindet sich ja die Jasmin. Und der Jasmin müssen wir den Ding geben, diese Medizin, was wir nicht abgeholt haben. Ich schau mal nach. Ich weiß gar nicht, haben wir uns die Medizin geholt? Ich schau mal schnell nach. Ich schau dann mal schnell nach. Oh je, sag bloß, wir haben die Medizin jetzt nicht. Geheimtrank müsste es sein, ne? Eieiei. Sag bloß, wir haben jetzt nicht... Nein. Wir haben den Trank nicht mitgenommen. Na sowas. Wie dumm von mir. Okay, wisst ihr was? Machen wir das Ganze schnell. Und zwar aktuell Essen laden. So, okay. Die ersten 3 Minuten sind vorbei. Was haben wir gemacht? Gar nichts. Absolut nichts. Und das ist der richtige Safe. Ja. Wir müssen ja schon den Geheimtrank mitnehmen. Oh Gott. So, was ist das? 500 Jahre voller Tradition, Apotheke von Anemonia City. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Na, da wird wohl der Trank drin sein. So. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich was? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Also, Geheimtrank. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Ja, ich würde sagen, das ist schon ein Notfall, denn dieses Ampharos leitet die ganzen Schiffe vor dem sicheren Tod. Also, wenn das kein Notfall ist, weiß ich auch nicht. So, jetzt wieder dasselbe Spielchen wie vor einer Minute. Wir lagern Alpollo rein. Und holen uns Taubsi mit. Holen uns Taubsi mit, sagt man das so? Ja, ihr wisst schon. Und jetzt, Beutel. Nein, Beutel. Beutel, 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 Beutel. Ich nehme den Beutel. So, dann fliegen wir mal. Quatsch, müssen wir ja fliegen. Fliegen aktivieren. Ich muss mal mein Mikrofon näher ran tun, weil ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen leiser. So, jetzt.
Aber immerhin übersteuere ich nicht. Im letzten Part habe ich ja einigermaßen übersteuert. Moment, ich habe vergessen. Moment, ich muss mal wieder ein bisschen anpassen. Und zwar habe ich die Lautstärke im letzten Part etwas zu laut gedreht. Jetzt muss das Ganze wieder einigermaßen im Einklang stehen. Gut, okay, jetzt fliegen wir zurück. Ich mach mal kurz Pause und schau nach, wie sich das jetzt anhört, das Ganze. Bis gleich. Gut, jetzt passt es wieder. Ich habe es jetzt überprüft. Jetzt ist die Musik nicht mehr so laut. Und jetzt gehen wir in den Leuchtturm. Yippie. Ja, das ist jetzt ein großes Gelaufe jetzt eigentlich, bis wir den Leuchtturm erreicht haben, das oberste Erdgeschoss. In der Soul Civilization gibt es, soweit ich weiß, einen Aufzug. Das erleichtert die ganze Lauferei. Und dann muss ich, ja, da muss man auch nicht so viel reden, um die Leute zu unterhalten, wenn man da jetzt da hochläuft, ne? So, und jetzt würde ich sagen, laufen wir mal ganz geschwind den Leuchtturm hoch, denn dieser Weg ist überhaupt nicht weit. Und geben Jasmin den Geheimtrank, sodass es am Pharos wieder gesund ist. Und es dann den Hafen wieder beleuchten kann, sodass wieder viele Leute den Weg zurück nach Anemone City finden. Oder Olivia City, whatever. So, da bist du ja, Jasmin. Wird diese Arznei am Ziel helfen? Oh Gott, die Stimme ist wahrscheinlich total anders als beim letzten Mal, aber egal. Ja, Gold übergibt Jasmin den Geheimtrank. Sei bitte nicht bedrückt oder beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Amphi, wie geht es dir? Oh, ich bin wirklich erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Pokémon Arena zurück. Ja, mach das. Gut, ich glaube, in dieser Arena hat unser Igelava eine gute Chance, denn Jasmin benutzt Stahl-Pokémon, den neuen Typ in der zweiten Generation. Mit Stahl, ja, Stahl kann man folgendes, mit Stahl-Pokémon, ja, okay, nochmal, ich fange nochmal an. Stahl-Pokémon haben die Schwäche Boden und Kampf und Feuer, genau. Unser Igelava ist vom Typ Feuer. Und daher hat unser Igelava einen Vorteil. Allerdings müssen wir aufpassen, denn das letzte Pokémon von der Jasmin, das ist ein echter Killer. Ich habe das auch damals häufig verwendet, privat, als Team-Pokémon, das letzte Pokémon, was die Jasmin hat. Weil es echt geil ist, das Pokémon. Vielleicht nehme ich das im Gold oder Silber Let's Play oder mal schauen. Aber der Nachteil ist, wir können halt beim Emulator noch nicht tauschen. So, heilen wir zunächst unser Pokémon und dann nehmen wir unser Alpollo mit und kämpfen gegen Jasmin. Also gut, Bild PC und jetzt ja. Lagern wir das Habitat wieder hinein in die Box. Mann, wir brauchen unbedingt ein X-Bad. Aber wir kriegen keins. Aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann. Naja. Nee, wir haben ja Gyarados gelagert. Nee, Quatsch, es ist Shiny, was wir da gefangen haben, genau. So, da ist das Alpollo. Du kommst mit. Und jetzt schauen wir noch nach, wie die Pokémon so sind. Ja, Gyarados ist ein bisschen schwach, Level 23. Vielleicht gebe ich den ja den EP-Teiler. Ich glaube, wohin genau trägt ihn gerade, oder? Wohin? Genau. Ja, genau. Versteht ja, wohin? Genau. Na ja, gut. Und geben wir den Gyarados, damit Gyarados irgendwann Drachenwut lernt. Okay. Noch schnell die Pokémon überprüfen. Ah, Kopfnuss kann nur siegen, aber stimmt ja. Muss mich erst wieder reinfinden, weil, wie gesagt, ich habe ja lange nicht mehr Pokémon gespielt. Die sind, ja, ich würde sagen, unsere Pokémon sind fast alle vorm Level up. Fällt mir jetzt so auf, ne? Bis auf Evoli. Das ist ja geil. Okay, also jetzt einen Sonderbomb mal einzusetzen, wäre Schwachsinn. Wollte ich eh nicht machen, aber ich wollte es halt nur sagen, ne?
Gut, hier ist die Arena. Ich würde sagen, wir betreten sie einfach mal. Aber zu neu ist, das Schild noch anschauen. Pokémon Arena von Oliviana City. Leitung Jasmin. Ein stahlhartes Mädchen. Let's go! Jasmin setzt den neu entdeckten Typ Stahl ein. Ich weiß nicht viel darüber. Ach ja, übrigens gibt es in der 6. Generation auch einen neuen Typ. Und zwar heißt dieser Typ Fee. Und der Feentyp ist stark gegen Drachentypen. Gegen was der Feentyp allerdings schwach ist, weiß ich noch nicht. Da habe ich mich noch nicht genau erkundigt. Aber ich freue mich schon auf die 6. Generation in der neuen Region, welchen Namen ich noch nicht weiß. Aber die wird wahrscheinlich eine Anspielung auf Paris sein. Na gut, wieder zurück zur 2. Generation. Wir sind jetzt immer noch in der Arena und jetzt machen wir Jasmin kalt. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin hier. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du schon diesen Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Nein. Weil Stahl-Pokémon sind ja leicht, sind ja schnell langsamer als andere Pokémon. Daher würden wir wahrscheinlich beginnen. Okay, ein Magnetilo. Ja, das, was ich schon mal gesagt habe. Magnetilo ist ja in der ersten Generation nur eine Pokémon gewesen. Und in dieser Generation kam der Stahltyp hinzu. Und jetzt ist Magnetilo ein Stahl-Elektro-Pokémon. Was ist die Vorteile und die Nachteile des Stahl-Pokémon bringt, denn dieses Magnetilo ist schwach gegen Feuer, weil es ein Stahltyp in sich trägt. Na, ah, ich hasse diese Blitzattacken von Magnetilo. Aber vor allem hasse ich Paralyse. Boah, hätte unser Igler aber jetzt nicht angegriffen, wäre ich ausgerastet. Na gut. Das war ihr erstes Pokémon, ein Magnetilo. Sehr heftig schon mal für den Anfang. Ja gut, dieses Magnetilo hat ja auch ein sehr hohes Level. Was, der drückt schon ihren Trumpf raus? Ja, ihr Trumpf ist ein Stalos, genau. Und dieses Stalos kann, glaube ich, erdbeben. Da müssten wir vielleicht aufpassen. Gyarados, genau, Kampf der Giganten. Stalos gegen Gyarados. Boah, Level 35, leck mich doch am Unser Gyarados hat nur Level 23, uiuiui, das sind 12 Level mehr. Aber es ist schneller und kann, ja, ich glaube, der Surfer zieht ungefähr ein Viertel ab. Ja, ganz wie ich es vermutet habe, ein Drittel. Sonnentag. Moment, kann dieses Stalos vielleicht Solarstrahl? Ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht Donner? Nee, Donner kann ich mir kaum vorstellen. Nee, Donner hat ja auch nichts mit Sonnentag zu tun. Ach, jetzt verstehe ich, der möchte dieses Wasser, meine Wasserattacken möchte er schwächen, deswegen hat er jetzt Sonnentag eingesetzt. Ganz schön clever. Nein, kein Hypertrank. Oh. Na gut, jetzt hat sie immerhin den Hypertrank verschwendet. Aber ich glaube, jetzt sollte unser Gyarados jetzt auch langsam heilen. Mann, dieser Sonnentag nervt. Jetzt könnten wir eigentlich unser Igler einsetzen, denn der Sonnentag, der verstärkt der Feuerattacken. Ich probier's mal. Noch einmal Surfer einsetzen und dann wird er wahrscheinlich mit Stahlwurf unser Gyarados töten. Sodass wir dann wechseln können zu Iglava und das, ja, dann setzen wir Glut ein und ich glaube, das müsse dann Stalos ausnocken. Hoffe ich zumindest. Wenn jetzt uns die Paralyse keinen Strich unter die Rechnung macht. Okay. Ich vergaß. Paralyse senkt ja die Initiative. Genau. okay, jetzt müssen wir langsam improvisieren. Alpollo, komm, versuchen wir es mal einzuschläfern. Und damit Fluch irgendwie was zu machen. Das könnten wir irgendwie auch machen. So, Hypnose. Okay, jetzt schläft ihr Stalos. Ich glaube, wir können die Gelegenheit jetzt nutzen und unser Iglavar wiederbeleben. Oder ist wer gerade das Krüger? Naja, ich glaube, dieses Stalos kann ja Erdbeben. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, ich nehme mal Gyarados. Okay. Gut, probier es mit Nachtnebel. Stalos müsste, glaube ich, sehr viel KP haben, oder? Ja, schon.
Aber jede andere Attacke wäre nicht sehr effektiv. So, nochmal. Ich glaube, wir müssen unser Iglavar gegen dieses Stadus nicht mehr einsetzen, weil Alpollo schafft es jetzt eh schon. Oh, jetzt kommt seine Spezialattacke, sag ich mal. Eisenschweif. Boah! Na gut, da war Step drauf. Verdammte Mist. Verdammte Mist. So, Golbat. Du musst jetzt diese Stalos ausschalten, und zwar mit einer schnellen Bissattacke. Jawohl. Das ist Level 30 für dich. Und Level 24 für Gardos. Was, kein Drachenwut? Na gut, dann lernst du Drachenwut mit Level 25. Meinetwegen. Flügelschlag. Jetzt kann unser Golbat endlich eine Flugattacke. Yippie. Was vergessen wir denn jetzt? Blutsauger. Ne, Superschall. Superschall ist useless, weil wir ja den Kung-Fu-Schall haben. Gut, jetzt kommt noch ein Magnetilo. Da wechsle ich am besten wieder. Und zwar Evo. Ne, scheiße, ich wollte Evoli nicht einsetzen. Nein. Na gut, Evoli. Evoli, magst du ein bisschen kämpfen gegen einen Stahl-Pokémon? Mach zuerst noch, tust noch erstmal mit ein bisschen Sand hier ein bisschen abschleifen, ne? Sand, Stahl mit. Ne, mit Sand zerkratzen. Ach, leck mich, keine Ahnung. So, ja, scheiße, unser Evoli. Na gut, wohin genau? Wohin genau? Spiegelcap! Jawohl, das würde, glaube ich, unser. Das gegnerische Magnetilo killen. Jawohl, hundertprozentig wird es jetzt gekillt. Tschüss! Okay, und sag mal, wohin genau kommt jetzt richtig in Form? Da ist ja jetzt eine Menge KP hat. 144 KP, boah. So, das war's. Jasmin ist besiegt. Du bist ein besser Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Polyga überreiche ich dir diesen Orden. Yippie! Gold erhält den Stahlorden! Der Stahlorden erhält die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm doch das! Das ist Eisenschweif und die steht in dem Moveset von eins unserer Pokémon drin. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lernen. Ich schau mal schnell nach, wie es Pokémon Eisenschweif erlernen soll. Okay, mein Moveset scheint so komisch zu sein. Eisenschweif steht hier nämlich nicht drin im Moveset. Naja, egal. Das war großartig. Der Typ Stahl, was? Das war eine unheimliche Begegnung der unbekannten Art. Nein, war es nicht, denn diesen Typen kenne ich bereits. Gut, dann gehen wir zurück nach Teak City. Ich freue mich schon auf den Feentyp, ehrlich gesagt, in Pokémon X und Y. Oder Y und X. Ich werde mir wahrscheinlich Y holen und es dann auch let's playen irgendwann mal. Aber wie gesagt, es kann auch lange dauern, denn es besteht ja die große Let's Play Pause uns bevor, die ein Jahr dauern soll. Ungefähr. Und dann will ich ja noch Yu-Gi-Oh! Let's Playen. Und erst dann Pokémon Pearl und dann Pokémon Schwarz 2 und dann erst möchte ich das Let's Playen, wenn es geht. Also kann wie gesagt noch ein paar Jahre dauern, bis wir das Let's Playen werden. So, und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns hier auf den Weg nach. Ich zeig's euch schnell auf der Karte. Na, ach, ich vergesse immer, dass es ein Pokémon ist. Ich denke immer, das sei so ein Karten-Item. So, im nächsten Part machen wir uns hier auf den Weg. Und zwar genau. Moment, ich muss hier noch den Ort suchen. Genau hier lang. Wo wir bereits waren: Margaronia City und See des Zorns. Und werden diesen Ort genauer studieren und erkunden. Und hier bekommen wir schließlich unseren 7. Orden. Ja, also ihr seht, wir haben nicht mehr allzu viel zu tun. Das Let's Play, das, ja, das leicht sich dann zum Ende zu, oder? Was meint ihr? Egal. Dann mache ich jetzt Schluss und dann geht's im nächsten Part weiter. Hier nach Osten im nächsten Part. Also, bis dann, Leute. Ciao.